So, ich möchte nun das Backend, also den Membership-Bereich von Simple Mobile Pro vorstellen. Erstmal hier natürlich klar die Willkommensseite mit verschiedenen Übersichten. Dann als erstes gibt es hier das Mobile Training. Es sind 5 Trainingsvideos, in denen das gesamte System vorgestellt wird. Und man kann mal kurz hier in eins reinschauen. Hey, Möchte and welcome to sehen, the introduction video. wie You es hier know, I used to always run losgeht. around making random websites about, Ja, whatever das ist came to relativ mind, einfach hier. Es wirklich but nur ein then when I looked at my 2-Minuten bank account, I had nothing to Einführungsvideo. show for it. And Es the ist nicht reason so kompliziert. Also die Software selbst ist eigentlich selbsterklärend, aber es werden hier einfach mal die Anfänge kurz vorgestellt, Okay, wie so es now you know that we'll funktioniert. be selling mobile websites. Now don't worry if you don't have any So, coding experience because nehmen wir hier that's ein why bisschen it's important to weiter. have a website representing our Ja, und business. dann wird People also that are erklärt, reffing it all. was Now I set daraus up gemacht WordPress with werden the kann. following plugins and you should Ja, install and Installation activate von them WordPress too. wird The dann noch first one erklärt und is so weiter und so fort. Also, CSE. so Now geht this quasi plugin hier makes der Trainingsteil voran. Ja, wie gesagt, die Software selbst ist wirklich selbsterklärend. Hier bei Finding Clients, da geht es dann All quasi right, so in the best Mobile way to Lead get an Finder. initial Das rush ist of also, sind ja clients is zwei meeting with business owners Softwarebestandteile. face to face. Und No, da haben we wir don't hier have an also wirklich option dann if you're zwei like we wrote verschiedene it specifically most of Bestandteile. the day. Mobile The Lead Finder, possibilities der are ist dafür endless da, once you um consider entsprechende the dann penetration Clients, at all. also This is a Kunden zu 300 finden. if they have it. Now once you Und have 20 to 30 you can move nächstes, on to also the das hier next unten step, zeige ich which Ihnen is noch. Das number ist three ein where you have to email every Entschuldigung, lead ein individually with a One-Time-Offer. sincere, informative, Ja, als personalized Skill-Video. email so that they Da jetzt dann quasi alles zusammenzufassen, So, now wie that das you Ganze have people zusammengestellt emailing you wird. back, it's time, Und es gibt dann noch die trust me, zweite this will Software, skyrocket wo es dann darum productivity geht, when you are die dealing with 15 plus einzelnen clients at mobilen once. Now, Webseiten zu number two, erstellen. you need to ask them if they have Das a ist logo for the relativ website. einfach. You're supposed to building the website. Hopefully So, you've hier already haben wir been dann entered entsprechend dann alles, was m.theirdomainname.com eingestellt wird. like below. For payments, I usually Und charge for a website, so I keep it wie at an kurz dann even im Business 35. geht, also And wie for the gesagt, das one-time hier setup für fee, I found that clients Aufsetzen are happy to pay 330 anything Dollar between und $200 and monatliche $300 range. And just to increase my conversion Maintenance, rate a little also die bit, I Bearbeitung, recently started charging Aktualisierung, ja, 230 kann man instead also of wirklich dann 300. Now I use PayPal for kostenlos all my Dollar payments oder because it's halt bei uns convenient im and Umsatz trusted. dann Now you of 77 course are Euro pro welcome to Monat use any verwenden, wenn payment es machen processor wir. you want, but Also bei PayPal uns is ist so by ein far the Schnitt, easy. wir setzen so eine mobile Webseite auf für 497 Euro und dann sagen wir, es sind Aktualisierungen mit enthalten im ersten Jahr kostenlos. Das ist dann quasi mit der Setup-Fee mit abgeschlossen, aber dann sagen wir schon, dann geht es um 47 Euro für eine halbe Stunde Aktualisierung im Monat. Das ist quasi das Kleinste, wo man einsteigen kann. Wenn aber Alright, so jemand let's 60 review Prozent everything you arbeitet went und through auch step by SMS-Marketing step. noch First macht, off, dann you need wird to es ein set up bisschen a mehr. website to Dann wird es ein maintain bisschen mehr professional anstrengend. going to buy Vielleicht müssen websites wir from es a dann irgendwann company nochmal with alles no erklären. Das ist website. wirklich dann Next are so ein email marketing kleines campaigns to business owners. Geschäftsmodell, was hier dann erklärt wird. Dann hier die Power Tools. Hier ist letzten Endes die beiden Softwarebestandteile, die es gibt. Das ist also einmal der Mobile Leads Finder, der Mobile Lead Finder, der auch dann halt nochmal erklärt wird hier. Welcome to the Mobile Lead Ja, Finder so sieht Training quasi Video. Mobile Before I go Finder any aus further, I want to und introduce you ist to wirklich some of the sehr, tools sehr that we einfach have here. gehalten. You can Man actually kann start a hier new oben dann project ein neues and what Projekt will happen is anlegen the software will und hier close unten down and wird dann actually you quasi start with a der new Search project Term, also der or you can Suchbegriff save the current eingetragen, project which um will den es dann take all letzten the Endes data you geht. have here Und das and ist turn it wirklich into a total CSV easy. Man file on kriegt your hier entsprechend dann desktop and of course you die can Eins exit the und dann sucht das application. Tool. In Hier tools, we need to set up our kurz das preferences, which is our Vergrößere. Google Plus account. Ja, da kann man ein If you bisschen don't mehr have one, sehen. go sign up for one at So, das google.com sind halt forward slash plus Quantitas and vom enter those Google Plus details Account. Das ist in here. der And it neuesten can't be Version just a nicht mehr Gmail drin. account. This needs Das to hat be a keinen Google großen Plus Sinn more and gemacht. Mal location. schauen So we'll hier, enter the was dann noch software is going alles to go out to Google geht. Plus Also der macht jetzt zum locally Beispiel right Dentist, now also and pull Zahnarzt all Los of the Angeles. results, the rank, Klickt their dann hier business auf Mobile name, their Leads phone number und and dann their sieht man also hier address. unten, wie Now es lädt. once the Das ist software natürlich is dann downloading, you can see that sehr we have schnell. So, und 190 hier haben wir die leads. entsprechend dann alle And you can Leads, see most of them die are da in sind. LA with some of Und man them kann auch in the danach nearby schauen, cities. die Now the next Telefonnummer. step is Dann to sieht man hier analyze Mobile these Ready. leads. And NA that means heißt, the es ist keine software will Mobile now Ready go Website out and gefunden. see if Sie the haben website also is keine mobile mobile ready, Webseite. the name of the Was person heißt, in sind charge, also the die title of that besten person, Kunden, die man hier in their der email Stelle haben address kann. and Weil their wenn wir nichts website. haben, können wir es Now für keep Sie in erstellen. mind that not all of these Ja, will das ist dann display der all Mobile Leads Finder. Dann gibt es hier als nächsten dann den Mobile Site Builder. Und das ist eigentlich wirklich das Power Tool hier drin. Wie gesagt, klar, ist eines dafür da, die Kunden zu finden. Aber der Mobile Site Builder, das ist wirklich dann die Software, um entsprechend dann mobile Webseiten zu erstellen und auch wirklich sehr schnell. Also wir erstellen Webseiten für Kunden, sag ich mal 10 Seiten. Ja, da sitzen wir mit allem drum und dran, mit Vorbereitung, Nachbereitung, höchstens 3, 4 Stunden dran. Ja, das ist also wirklich das Allerhöchste. Sie können aber auch, um Klienten zu finden, machen wir es meistens so, wir sehen dann uns über den Mobile Lead Finder dann die Seiten an, sehen dann auch, ob es mobile Seiten gibt oder nicht. Und dann erstellen wir einfach mit der vorhandenen Webseite einfach eine kleine Mockup-Webseite,
Mockup-Website, eine Mockup-Mobile-Website, die einfach nur ganz kurz also die wichtigsten drei Informationen beinhaltet. Man sieht aber schon auf den ersten Blick, dass diese Seite im Vergleich zur nicht optimierten Seite in iPhones und so weiter super angezeigt wird. Es gibt dazu Tools, die es entsprechend dann zeigen. Ich rufe mal so ein Tool gerade auf. Lass mich hier mal kurz schauen. Das ist der Mobilizer. Und dieser Mobilizer, der kann quasi verschiedene mobile Endgeräte emulieren. Da können wir uns hier mal die Phones anschauen. Wir haben also hier den HTC Evo. Das wäre also ein Android-Betriebssystem im Mobile-Bereich. Das stellen wir mal hier hin und rufen uns mal hier kurz dann noch das iPhone 4 auf. Das können wir daneben stellen. Und dann kann man hier oben entsprechend dann Seiten anlegen. Jetzt machen wir von einem Kunden, den wir gehabt haben, für den wir dann eine Website erstellen. Novestamobilien.de. Rufen die Seite kurz auf. Und man sieht hier, aha, die Seite ist also mobil überhaupt nicht zu bedienen. Ja, also das geht überhaupt nicht. Und dann machen wir mal, ich kriege es jetzt hier richtig rein. mobilepowerpages.com, dann de. Hoffmann ist die richtige Adresse. Ich habe die jetzt noch nicht so von Hand eingetippt. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt das Richtige ist. Ich werde es gleich merken. Und vielleicht kommt eine Fehlermeldung. Ah doch, wir haben es richtig. Ja, jetzt sieht man also den Unterschied zwischen der Seite vorher, absolut nicht mobil optimiert, man sieht also gar nichts, und der Seite danach. Ja, die haben wir also jetzt mal schnell auf die Schnelle sozusagen erstellt. Also hierfür haben wir jetzt eine knappe Stunde gebraucht, um es zu erstellen. Das ist aber ausreichend, um dann wirklich dann zu sagen, okay, wir nutzen das dann so und zeigen den Kunden einfach dann das Verkaufsargument. Hier, man sieht also wirklich dann, wie es aussieht in einem breiteren Display. Jetzt beim HTC sieht man also hier die Überschrift, und das hier ist das iPhone, hat halt nur seine 320 Pixel Breite. Aber hier sehen Sie halt, die ganzen Dinge sind eingeklappt und können auf Klick ausgeklappt werden. Ja, und das macht das Ganze halt sehr charmant, weil Sie auf einen Blick sehen, um was es hier geht. Ja, und auch noch sehr hübsch ist dann hier der Einbau von Google Maps. Das ist also auch möglich, dass Google Maps eingebaut werden kann. Und man klickt dann hier drauf, bekommt die entsprechenden Kontaktdaten dann zu sehen und kann sogar noch dann entsprechend Directions, also die Routenplaner noch dann anlegen. Ich mache das mal gerade hier von Bad Homburg aus. So. Klicke drauf und kriege hier sozusagen einen Routenplaner dann hier angezeigt. Ja, also all das ist entsprechend hier möglich. Und jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Tool, nämlich dem Backend. So, und hier kann man also dann schauen, wie schnell das dann gemacht werden kann. Hey there and welcome to the Mobile Site Builder Training Video. Now here we are on the dashboard. We just opened up the software and this is a screen that you will see. This should be the business as well. Now you need to click through here and fill out each one of these that the business will want on their website. Products they offer, their services. And as you can see, there they go. If we had these filled out, when you actually click on it, and they take you to it, okay? And they click on the folder that you remember, and you can upload it to your client's website. Ja, also hat and last but not least, if you might need to come back later and make some minor changes, also, you go to File, and make sure you save your changes so you can always come back and re-upload your project and make those changes. And that's how simple it is to build a mobile website with Mobile Site Builder. Alright, I'll see you guys in the next video. Ja, und wir machen es auch so, dass wir uns Kunden raussuchen, dann erstellen wir Postkarten und machen auf der Postkarte quasi einen Vorher-Nachher-Vergleich. Das heißt, wir haben zwei Interfaces auf der Postkarte vorne drauf. Links sieht man, wie ich es eben gerade gezeigt habe, sieht man also hier, wie die Seite aussieht, wenn sie aufgerufen wird und nicht optimiert ist, und sieht dann hier aber entsprechend dann die Seite, wie sie aussieht, wenn sie mobil optimiert ist. Ja, und das sind also die beiden Vergleiche, die auf der Webseite, Quatsch, auf der Postkarte vorne draufstehen, und das überzeugt, Sie glauben es kaum, bis zu 80% der Kunden werden überzeugt. Also wir haben Response-Raten von 80%. Das heißt, wir werden zu 80% zurückgerufen und werden gefragt. Das heißt also, der Anreiz hier ist sehr hoch, das zu machen. Und es gibt also auch hier nochmal dann, gehen wir weitergehen, auch noch entsprechende Möglichkeiten, wie man es erklärt bekommt, wie man so arbeitet. Ich gehe mal weiter, das waren jetzt die beiden Tools. Dann gibt es also hier noch einen Mobile Masters Kurs. Und hier wird also wirklich dann noch erklärt, welche Möglichkeiten es noch gibt, nämlich noch das SMS-Training. Das heißt also, hier
ist wirklich dann ein Masterskurs, wo man also SMS und Mobile Marketing entsprechend dann erklärt bekommt. Und das nächste ist auch dann das Arbeiten mit QR-Codes, also den Quick Response Codes. Auch das wird hier erklärt und entsprechend auch dann gezeigt, was damit gemacht werden kann. Also die beiden Kurse sind das OTO, das heißt das One-Time-Offer, das Sie während des Verkaufsprozesses dann gezeigt bekommen. Und das ist dann hier der Mobile Masters Training Kurs, kostet momentan $21,50. Und es gibt danach noch einen, sehen also hier, kostet nochmal $97. Und danach gibt es dann noch einen Kurs, das ist dann der Mobile Business in a Box für 47 Euro. Und der ist dann hier zu sehen. Ja, das heißt also, man hat hier entsprechend dann den Mobile Business in a Box dann mit drin. Und das ist nochmal wirklich ein komplettes Geschäftsmodell, wie es funktioniert, wenn also dann, ja, Sie anfangen wollen, für Kunden das zu erstellen, wird hier alles komplett erklärt. Ja, also das ist super klasse. Dann auch hier die entsprechenden Squeeze Pages, die dazu überreden, das entsprechend dann mit aufzubauen. Ein Sales Video Package, das heißt, Sie kriegen hier ein Video Package, können das aufteilen dann in ein Videobearbeitungsprogramm und können selbst deutsche Titel hinterlegen und können selbst deutsche Sprache unterlegen. Dann E-Mail-Swipes, das heißt also auch dann für Kunden entsprechend dann, wie bekommen sie Traffic auf die Webseiten und so weiter und so fort. Also hier wird wirklich alles erklärt, das ist ein richtiges Geschäftsmodell und das kriegen sie für $47, da reden wir also über knapp 38 Euro, glaube ich. Ja, das ist also alles hier mit enthalten, ja, kann ich also nur empfehlen. Ja, und ja, Resources gibt es hier noch, das heißt also, sie haben noch ein paar Boni, die es dann quasi noch mit dazu gab, ja, und das ist also alles dann hier noch mit hinten drin. Teilweise müssen sie das kaufen, aber größtenteils ist das alles dann auch noch mit dabei. Ja, und Make Money ist natürlich klar, hier geht es um dann GV-Partnerschaften. Das heißt also, hier geht es darum, dass sie selbst noch als Affiliate mitarbeiten können und entsprechend dann Geld verdienen, wenn dann Leute das kaufen. Ja, das war jetzt das Backend von Simple Mobile Pro. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und Sie bekommen hier wirklich für relativ wenig Geld ein komplettes Geschäftsmodell, mit dem Sie dann mobile Webseiten für Kunden aufbauen können. Ja, dann hoffe ich, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir gerne stellen per uhi@hildmann.net oder im Kontaktformular oder hier unten unter dem Video entsprechend dann Kommentar hinterlegen oder mir eine Private Mail schicken über YouTube oder auch über den Blog. Ja, das war's. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß, viel Erfolg mit Simple Mobile Pro. Alles Gute, Uwe Hildmann.